Ja, hallo, erstmal schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass wir hier eingeladen wurden. Das ist wirklich eine gute Chance für uns. Erstmal zum Hintergrund, warum wir hier sind. Wir hatten auch bei diesem Win-Contest im Rahmen der Universität mitgemacht. Da wurden 300 Ideen eingereicht, wie man das Stadtleben einfacher gestalten kann. Und wir haben den dritten Platz belegt und freuen uns deshalb umso mehr hier zu sein. Und ja, erstmal würden wir uns gerne kurz vorstellen. Also, mein Name ist Ernst Werner. Mein Name ist Alexander Meschwitz. Ich heiße Daniel Wiener. Okay, also fangen wir gleich mal an. Also, jeder von uns, glaube ich, kennt die Situation. Man fährt mit dem Fahrrad, vielleicht ist es nachts, und plötzlich gibt es einen Schlag im Lenker und man merkt im nächsten Moment schon, wie die Luft aus dem Vorderreifen gelangt. Ist natürlich eine sehr ärgerliche Situation und oft bleiben solche Schäden auch lange unbemerkt. Nächste Situation, es ist vielleicht Sonntagmorgen, man möchte vielleicht einen Spaziergang im Park machen oder sich auf eine Bank setzen und man stellt dann fest, wenn man vor der Bank steht, dass diese kaputt ist und das ist auch sehr ärgerlich. Und diese beiden Beispiele, sowohl das Schlagloch als auch die kaputte Parkbank, signalisieren das deutliche Problem, das oft in Nürnberg vorkommt, nämlich die Infrastrukturschäden, die zwar an sich klein sind, aber doch in der Zahl sehr häufig vorkommen und auch lange unbemerkt bleiben und das wäre doch vermeidbar. Neben diesen Schäden gibt es natürlich auch umgestürzte Mülleimer oder gefährlicher noch, verkommene Spielplätze für Kinder. Und wer rennt schon wegen jeder Kleinigkeit zur Stadtverwaltung, um diesen Schaden zu melden? Und genau so ist es. Niemand. Niemand würde wegen sowas persönlich zur Stadtverwaltung rennen. Und genau hier wird unsere App ansetzen. Jetzt hast du mir zwar meinen Text geklaut, aber jetzt sage ich es halt noch einmal. Wir wollen euch jetzt an dieser Stelle, was der Herr Werner gesagt hat, unsere App vorstellen, die wir dann in diesem Win-Contest präsentiert haben. Und wenn wir jetzt diese Infrastrukturschäden sehen, was machen wir dann? Und wir haben uns gedacht, dass wir alle, Sie und wir, aktiv werden. Warum? Weil unsere App sehr schnell und unkompliziert ist. Und man verbessert sein Stadtbild. Ich meine, wer will schon in einer verkommenen Stadt wohnen, wo die Straßenschäden so tief sind, dass man mit dem Fahrrad schon drüber fällt? Ich meine, wer fährt denn da noch Fahrrad? Und der Vorteil bei unserer App ist, dass wir keine Registrierung brauchen, nicht wie andere Apps. Und unsere App geht wirklich sehr schnell, um so einen Schaden zu melden. So, Sie gehen jetzt beispielsweise mit Ihrer Familie Sonntagmorgen einen Spaziergang im Wald und entdecken jetzt diese Parkbank. Oh. Okay, das Bild ist jetzt nicht gerade optimal. Punkt ist, Sie entdecken was und denken sich, ja gut, jetzt möchte ich gerne mal die neue App probieren und ich erkläre Ihnen jetzt das mal. Als erstes nehmen Sie jetzt mal ein Foto von diesem Schaden auf. Hier ist es halt jetzt ein Mülleimer. Denken Sie sich, das wäre jetzt eine Bank. Der zweite Schritt ist, dass Sie den Schaden, den Sie entdeckt haben, beschreiben. Das kann man jetzt entweder per Text machen, dass man eine ganz normale SMS schreibt, dass man einfach schreibt, ich habe mir jetzt eine kaputte Bank entdeckt. Man kann eventuell noch dazu schreiben, wo und wann. Oder man macht das alles als Sprachnotiz. Jetzt wären wir schon beim letzten Schritt. Das heißt, ich bewerte diesen Schaden. Wir haben jetzt eine Skala von 1 bis 5 gemacht. Von 1 wenig Schaden, sozusagen jetzt wie bei dieser Bank, wo vielleicht nur die Füße fehlen, wo man vielleicht, wenn man sich draufsetzt, ob man vielleicht nur runterrutscht, aber keinen ernsthaften Schaden nimmt. Dagegen ist jetzt zum Beispiel die 5, wenn ich jetzt dieses Riesenschlagloch wie am Anfang sehe, würde ich jetzt als 5 bewerten.
Zum Schluss sende ich das noch an die Stadtverwaltung und so schnell und unkompliziert kann es dann gehen. Ja, so schnell und einfach kann es gehen. Wir sind jetzt aber noch nicht am Ende. Es geht jetzt noch weiter. Und zwar ist natürlich bei so einem Thema der Punkt Missbrauch sehr hoch zu schreiben. Und zwar ist es ja möglich, dass sich einige Spaßvögel erlauben und einige, sagen wir mal, blödsinnige Fotos bei der Stadtverwaltung einreichen. Und, oder beispielsweise zuspammen mit 50 Fotos am Tag. Das würde natürlich nicht viel bringen. Das wäre nicht sehr zweckdienlich. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir da eine, so eine Art Limit einbauen, also das heißt eine Sperre, dass wir sagen, dass wir ja nach 3 Meldungen sozusagen keine weiteren Fotos von einem User akzeptieren. Gut, diese Zahl kann man natürlich variieren bei einer Umsetzung der App. Wir können auch sagen 5 oder 6 Fotos, aber der Punkt ist, dass man eben eine gewisse Sperre hat, dass man eben maximal x Meldungen sozusagen am Tag melden kann. Ja, das heißt, wir würden sozusagen Spam vorbeugen. Die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung sind natürlich auch dazu befugt, User manuell zu sperren, wenn sie merken, die Fotos sind, ja, dienen nicht wirklich zum Zweck. Ja, wie würden wir das Ganze, den App-User muss man ja irgendwie erkennen. Also das bedeutet, wir müssen sagen, User X hat zum Beispiel diese Fotos eingereicht und der muss jetzt gesperrt werden, weil es zum Beispiel Spam ist und da haben wir uns überlegt, die Handynummer ist eine eindeutige Nummer, also das heißt, wir haben das sozusagen als ja, einzigartige ID herangezogen und über diese ID würden wir sozusagen den App-User wiedererkennen und über diese ID kann man dann diesen User sozusagen auch sperren. Also so würden wir dann dem Missbrauch sozusagen vorbeugen. Ja, und da wären wir schon natürlich beim Thema Datenschutz. Sie merken, wir reden von Handynummern und Speichern und das ist immer so ein heikles Thema heutzutage. Deswegen haben wir jetzt da auch Gedanken drum gemacht. Also wichtig zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass die Handynummern nur maschinell erfasst werden. Also das heißt, die werden auf sicheren Servern der Stadtverwaltung gespeichert und ja sozusagen, also befinden sich dann nur auf Servern und Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben eben keinen Zugriff auf diese Handynummern. Sie können diese nicht einsehen, eben aus datenschutzrechtlichen Gründen. Genau, und zwar haben wir uns auch überlegt, dass wir wöchentlich eine ja, Löschung aller Handynummern sozusagen durchführen. Also das heißt, wenn sich ein App-User 7 Tage lang, wenn er diese App nicht nutzt, das heißt nach 7 Tagen Inaktivität, würde seine Handynummer gelöscht werden, denn die braucht man ja nicht mehr, wenn der User sozusagen diese App nicht mehr nutzt. Wenn der User wiederkommt und nach 2 Wochen zum Beispiel ein Foto schickt, dann ist klar, diese Nummer wird dann weiterhin für die nächste Woche ja, abgespeichert. Ja, wie sieht es denn mit Mehrfachmeldungen aus? Und zwar ist es ja möglich, stellen Sie sich folgendes ja, Szenario vor. Person A macht ein Foto von einer kaputten Bank beispielsweise oder von einem kaputten Mülleimer und Person B kommt 5 Minuten später und macht genau dasselbe Foto. Das heißt, man merkt, es können ganz schnell Duplikate entstehen oder wenn auch mehr Personen kommen, das würde ein bisschen zu, ja, zu Chaos führen sozusagen. Und da haben wir uns überlegt, wir nehmen jetzt, also hier haben wir zum Beispiel Schäden, wir nehmen jetzt einen Umkreis, sagen wir, von 20 Metern. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das können wir auch auf 40 oder 50 Meter ausweiten. Punkt ist, wir haben jetzt einen Umkreis sozusagen und in dieser Umgebung werden sozusagen ja, alle Schäden gebündelt und in einem Ordner sozusagen abgespeichert in der Stadtverwaltung. Das heißt, es landet sozusagen nur bei einem Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, der dies dann verwaltet und dann sieht er auf Anhieb, aha, das könnte vielleicht derselbe Schaden sein und so wollen wir dann eben Chaos sozusagen vorbeugen in der Stadtverwaltung. Ja, das klingt zwar alles schön und gut, aber wie sieht es denn mit der Wirtschaftlichkeit aus? Rentiert sich denn die App überhaupt? Und zwar haben wir da als einzige Möglichkeit gesehen, ja, unsere App zu finanzieren, und zwar eben die ortsbezogene Werbung. Also wir wollen, natürlich kann man sagen, wir verlangen jetzt für die App ja, einen bestimmten Preis, aber das wollten wir eben nicht auf den Kunden sozusagen umwälzen. Wir wollen die App kostenfrei anbieten. Deswegen war für uns die ortsbezogene Werbung sozusagen die einzige Möglichkeit, die App zu finanzieren. Das heißt, man würde eben mit ja, lokalen Geschäften kooperieren
und somit ja, die laufenden Kosten decken. Wie sieht das denn praktisch aus? Und zwar stellen Sie sich vor, Sie machen ein Foto von einem kaputten ja, Mülleimer beispielsweise, schicken das an die Stadtverwaltung und genau in diesem Zeitraum würden Sie eben bestimmte Werbeanzeigen, also lokale Werbeanzeigen, ja, sozusagen sehen können. Ja, zum Beispiel die Backtude von ihm an oder der Würl, wenn man sich vielleicht neu einkleiden möchte oder 1-2 Cut, wenn ihr neue Frisur braucht. Also Sie merken, das sind jetzt natürlich nur ja, einige verfremdete Beispiele. Das heißt, man kann natürlich auch sagen, ja, heutzutage ein Foto schicken dauert vielleicht 2 Sekunden, aber das kann man natürlich künstlich hinauszögern, indem wir sagen, der Sendevorgang wird zum Beispiel nach 10 Sekunden erst beendet und das heißt, ja, der App-User ist sozusagen gezwungen, diese Werbung zu sehen, aber ich denke, 10 Sekunden kann man jedem von Ihnen zumuten. Ja, Thema Plattformen. Bei einer Umsetzung der App würden wir natürlich die gängigsten Plattformen in Betracht ziehen. Gut, Sie sehen, Stichwort BlackBerry, momentan geht es denen nicht so gut, aber nichtsdestotrotz wollten wir die BlackBerry-Kunden jetzt nicht ausschließen. Was wir uns zudem überlegt haben, und zwar muss man die App irgendwie an die Leute bringen, und zwar ganz klar, also die stellt man in den App Store, aber so an sich ist es ja noch ein bisschen zu wenig, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir da beispielsweise mit der Stadt kooperieren würden, also das heißt zum Beispiel mit der VAG, dass wir auf Haltestellen, in Straßenbahnen oder in U-Bahnen die sogenannten QR-Codes aushängen. Das heißt, man kann von einem QR-Code ein Foto machen und die App ja, sofort in Sekunden herunterladen. Das ist, denke ich, die schnellste und unkomplizierteste Lösung. Ja, wenn Sie Interesse an einer Umsetzung unserer App-gestützten Softwarelösung haben oder wenn Sie Interesse an einer Weiterverwendung oder Weiterverarbeitung unserer Idee haben, stehen wir Ihnen natürlich nach dem Vortrag und auch darüber hinaus sehr gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.